Ja, ich bin Marie, ich bin aus Mannheim und ich rappe, singe und spiele Klavier. Ich habe eigentlich recht spät mit der Musik angefangen, vor 4, 5 Jahren ungefähr. Und dann gleich so richtig, also dann habe ich sofort entdeckt, dass es mein Ding ist und habe richtig viele Songs geschrieben. Und Freunde nennen mich auch immer so kleine Schreibmaschine, weil ich nur noch am Songs schreiben bin eigentlich. Und meine Inspiration ist meistens so, sind die kleinen Geschichten, die in meinem Leben so passieren. Und so viele Menschen hätten das hier so gern, nur wir zwei haben's Ich verlernt. schreibe viele Songs auch, wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir richtig, richtig gut geht, wenn es normal ist, mein Leben, dann passiert ja nicht viel und deswegen, ja, ich bin eher so eine Chaos-Person. Das war eigentlich am Anfang so, dass ich immer für mich alleine gespielt hatte und dann auch die ersten 2, 3 Songs komponiert habe. Und das war einfach für mich wie so eine Eigentherapie, eigentlich die ganzen Geschehnisse so um mich herum zu verarbeiten. Und dann nach dem ersten, zweiten Auftritt so war das einfach wie so ein, ja, wie so eine Sucht irgendwie Musik zu machen und vor Leute zu gehen und meine Sachen zu präsentieren. Eigentlich ist die Hauptsache für mich, dass ich immer Musik machen kann und jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendwann mal der Weltstar bin. Eher so, ja, dass Leute mir zuhören und dass ich sie berühren kann mit meiner Musik. In die Glut und verbrennen daran. Ich wünschte bloß, er hält's aus. Mannheim ist eigentlich so meine Lieblingsstadt, weil es ist einfach eine ganz andere Stadt als jede andere, weil es sind, ja, schon durch diese kulturellen Unterschiede sind die Leute so unterschiedlich und auch viel Musik eben durch die Popakademie und die ganzen Projekte. Nicht mehr aus. Und du bist immer noch erwacht. Was haben wir uns da bloß gedacht? Ich lass dich los. Wir werfen Gold in die Glut und verbrennen daran. Ich wünschte bloß, er hält's aus. Unser Rohdiamant, wir halten fest, es tut weh. Und ich spüre, halt was Persönliches, also das ist meine Geschichte, das ist meine Leidenschaft, die ich da praktiziere. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man seinen eigenen Stil behält und nicht sich verbiegt für irgendwelche Trends, die gerade aufkommen. Also ich möchte meine Musik machen, die individuell ist und wenn es jemandem nicht gefällt, dann muss er nicht hinhören.